Eine Minute vor der Meldung, dass das Garagentor offen stand, gab es eine weitere Meldung, dass die Kellertür, Tür im Hauptgeschoss, die in den Keller führt, offen stand, 5.26 Uhr. Er kann sich nicht daran erinnern, die Kellertür offen gesehen zu haben, als er sich im Haus nach Shannon und den Mädchen umsah. Normalerweise trainiert er im Keller, aber am Morgen des Montags, der 13. August 2018, trainierte er nicht. Das Überwachungssystem heißt Vivent und ist eine App auf ihren Handys. Das Überwachungssystem verwendet Shannons E-Mail, shannonwatts@gmail.com und Passwort 4284915SW. Das Überwachungssystem wurde vor ein paar Jahren installiert. In Bezug auf das, was geschah, als Shannon am Montagmorgen, 13. August, ins Bett ging. Er spürte, wie Shannon ins Bett stieg. Er schläft mit dem Gesicht zur Wand auf der rechten Seite und Shannon schläft auf der linken Seite des Bettes. Er glaubte nicht, dass Shannon ihren Koffer auspackte, weil er noch zu Hause war. Er glaubte nicht, dass Shannon ihr Handy benutzte, nachdem sie ins Bett gestiegen war, in Bezug auf Shannons normale nächtliche Routine. Shannon putzte sich die Zähne, benutzte Make-up-Entferner, nahm Ballons und lag im Bett und schrieb SMS oder rief Leute an. Shannon würde ihr Mobiltelefon neben dem Bett aufladen. Shannon hatte eine Apple-Uhr und nahm sie jede Nacht ab und lud sie auf. Shannon schläft in einem T-Shirt und Unterwäsche. An diesem Morgen, Montag, trug Shannon ein T-Shirt und Unterwäsche. Shannon trug immer ihren Ehering im Bett. Sie nahm ihren Ehering nur ab, um sich die Haare zu färben. Shannon hörte nie auf, ihren Ehering zu tragen, obwohl sie über eine Trennung sprachen. Sie trug ihren Ehering in Arizona. Es war sehr ungewöhnlich, dass Shannons Ehering auf dem Nachttisch lag. Shannon färbte sich in der Woche zuvor in North Carolina die Haare, also färbte sie zu Hause nicht. Er stand um 4 Uhr morgens auf und machte sich für die Arbeit fertig. Er ging nach unten und machte sich einen Eiweißshake, packte sein Mittagessen ein, füllte seinen Wasserkrug auf, holte seine Büchertasche, holte seinen Computer und packte weitere Werkzeuge in seinen Truck. Chris beschrieb, dass sein Arbeitstruck an der Ecke des Hauses an der Westseite geparkt war. Shannon bat ihn am Abend zuvor, sie zu wecken, wenn er zur Arbeit ging, damit sie duschen konnte. Er weckte Shannon, weil er nicht davon ausgehen wollte, dass sie schlafen wollte, und er wusste, dass er tun musste, was sie sagte, weil er sie nicht wütend machen wollte. Er schlüpfte zurück ins Bett und rieb Shannons Schulter und Kopf, um sie langsam aufzuwecken. Er lag auf der Bettdecke und war vollständig mit seiner Arbeitskleidung bekleidet. Er fragte Shannon, ob sie aufwachen und duschen wolle. Shannon bejahte und er fragte sie, ob sie ein wenig reden könnten. Shannon stimmte zu und so erzählte er Shannon, dass sie das Haus verkaufen und sich verkleinern müssten. Ihre Hypothek betrug $2.700 pro Monat. Sie lebten seit Mai 2013 in ihrem Haus. Shannon hatte sich bereits in der Woche zuvor mit dem Makler in Verbindung gesetzt. Er schlug ihnen vor, ein günstigeres Haus in Brighton oder North Glen zu kaufen. Er sagte Shannon, dass er sich nicht mehr mit ihr verbunden fühle. Er sagte ihr auch, dass ihre Beziehung nicht funktioniere und dass die Liebe, die sie anfangs füreinander empfanden, nicht mehr da sei. Shannon weinte und es war sehr emotional. Sie war aufgebracht und fragte ihn, ob es jemanden anderen gebe. Er sagte Shannon, dass es keine andere gebe und dass er nur mit ihr über ihre Beziehung sprechen würde. Es ist nicht so, dass jemand in mein Leben getreten ist und mich dir weggenommen hat. Es gibt keinen Einfluss von außen. Shannon glaubte ihm, dass er niemanden sonst in seinem Leben hatte. Shannon würde keine Affäre haben und sie weiß, dass er sie auch nie betrügen würde. Das einzige Mal, dass Shannon ihm gegenüber misstrauisch war, war am Anfang ihrer Beziehung, als sie sich zum ersten Mal trafen und er immer noch Nachrichten von anderen Frauen erhielt. Shannon hatte vollen Zugang zu seinem Mobiltelefon und nutzte es oft, um auf Facebook Beiträge über Thrive zu veröffentlichen. Er lockte sich nie in Shannons Facebook ein und tat dies nur in letzter Zeit, weil die Polizei und die Nachrichtencrews Bilder sehen wollten. Er und Shannon unterhielten sich von etwa 4.15 Uhr bis 5 Uhr morgens. Er hoffte, dass er und Shannon ihr Haus verkaufen und beide mit etwas Geld neu anfangen könnten.
Er hoffte, dass Shanann in Colorado bleiben würde, da Shanann ihm in der Vergangenheit gesagt hatte, dass sie es sich im Falle einer Trennung nicht leisten könnte, allein in Colorado zu leben. Er hoffte, dass sie das Geld aus ihrem Haus aufteilen und trotzdem in der Nähe des anderen leben könnten. Während ihres Gesprächs sind er und Shanann nie handgreiflich geworden. Er und Shanann haben nie die Hand gegeneinander erhoben oder sich aus irgendeinem Grund gegenseitig geschlagen. Er und Shanann schreien sich auch selten an. Wenn er und Shanann miteinander reden, ist es ziemlich höflich. Nachdem er mit Shanann gesprochen hatte, fuhr er mit seinem Arbeitstruck F-250 rückwärts an sein Garagentor heran, um seine großen, durchsichtigen Behälter, Ohrringe, Ohrstöpsel und einige Kombischlüsseln aus seinem persönlichen Werkzeugkasten zu laden. Chris erklärte, dass er normalerweise jeden Freitag sein Werkzeug aus seinem Arbeitstruck herausnimmt und rückwärts bis zu seinem Garagentor fährt, um sein Werkzeug zu laden, wenn er nach dem Wochenende zur Arbeit zurückkehrt. Sein Arbeitsfahrzeug stand etwa ein Achtel des Weges zurück in die Garage, weil Shanans Auto darin geparkt war. Sein Arbeitstruck passt nicht in die Garage, weil es zu lang ist. Es brauchte etwa 10 Minuten, um seinen Arbeitstruck zu beladen. Er belud seinen LKW von 5.15 Uhr bis etwa 5.25 Uhr. Er stieg in den LKW ein, drückte auf den Knopf, um das Garagentor zu schließen und fuhr zur Arbeit. Zu seiner Route zur Arbeit am Montagmorgen. Er nahm den Saratoga Trail, fuhr rechts auf den Windham Hill Parkway, um am Kreisverkehr rechts auf die County Road 7, links auf die County Road 52, nahm die County Road 52 östlich zur E76, fuhr auf der E76 nach Rogan und dann zur Survey Ranch, möglicherweise auf der County Road 386. Er weiß, wo sich alles in seinem Gebiet befindet. Als er bei der Arbeit ankam, fuhr er zu Servi 319, Servi 1129, Servi 1029 und Servi 629. Chris schätzte später, dass die Ölquellen von Anadarko etwa 10 bis 20 Quadratmeilen groß sind. Chris erklärte, dass es auf dem Gelände auch eine große Anzahl von Rindern, Schafen und Bewässerungsstellen gibt. Als er gegen 6.45 Uhr bei der Arbeit ankam, ging er zuerst zu Servi 319, Ölbohrstelle. Als er dort ankam, war niemand da, aber Troy McCoy, Melissa Parrish und Chad McNeil tauchten auf. Cody Roberts war bei der Arbeit, aber er arbeitete bei Servi 1029. McCoy, Parrish und McNeil kamen gegen 7.15 Uhr, 7.30 Uhr bei Servi 319 an. Er versuchte, die Leitung auf Druck zu prüfen, um zu sehen, ob er ein Leck finden konnte. McCoy, Parrish und McNeil waren nicht bei Servi 319, als er ankam, weil die Arbeiter an den meisten Tagen entweder zuerst ins Büro oder ins Feld gehen. Er wusste, dass Roberts am Wochenende ein Leck bei Servi 319 hatte, also wollte er es überprüfen und sicherstellen, dass sie keine Gesundheits-, Sicherheits- oder Umweltprobleme haben. Ich fragte Chris, ob es für ihn normal sei, sein Haus gegen 5.30 Uhr zu verlassen und um 6.45 Uhr an der Ölquelle anzukommen. Normalerweise fahre ich zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr los, so ungefähr. Ich wusste einfach, dass es eine Weile dauern würde, bis wir da draußen sind. Ich wollte draußen sein. Normalerweise fangen wir um 6.30 Uhr mit der Arbeit an. Auf seinem Weg zur Arbeit am Montagmorgen hielt er nirgendwo an. Er sah niemanden, den er auf dem Weg zur Arbeit kannte. Er rief McCoy, Roberts und McNeil an, während er auf dem Ölfeld war, aber die Anrufe wurden nicht durchgestellt. Er arbeitete bei Servi 319 von 6.45 Uhr bis 8 Uhr. Bei Servi 629 arbeitete er bis K8.30 Uhr. Chris erklärte, dass keine anderen Arbeiter bei Servi 629 waren, als er dort war. Um 9 Uhr fuhr er zu Servi 1129, um zu sehen, ob es betriebsbereit war, was es nicht war. Er verließ Servi 1129 um 10 Uhr vormittags. Um 10 Uhr fuhr er zu Servi 1029 und blieb dort, bis er um 13 Uhr nach Hause fuhr. In Bezug auf die Richtlinien bezüglich der Anwesenheit von Zivilisten bei seinem Arbeitsfahrzeug. Bella und Sissy haben ein paar Mal in seinem Truck gespielt. Shanann war in seinem Truck, um zu sehen, was er da drin hat, aber sie ist noch nie in seinem Truck mitgefahren. Sie dürfen nur andere Anadarko-Mitarbeiter und Auszubildende in ihrem Truck mitnehmen. Zu der Frage, ob er während der Arbeit telefoniert hat.
Er hat Roberts, McCoy und McNeil eine SMS geschickt und schließlich Apple angerufen und mit ihm gesprochen, um ihm mitzuteilen, dass er auf der Stairwell Ranch war. Er schrieb Shannon eine SMS und versuchte auch, Shannon anzurufen, aber sie antwortete nicht und sein Anruf ging auf ihre Mailbox. Er rief Atkinson an, nachdem er den Klingelalarm an der Haustür erhalten hatte. Atkinson teilte ihm mit, dass Shannon niemanden geantwortet habe, dass sie aber die Schuhe, die Shannon vom Flughafen nach Hause trug, in der Haustür habe stehen sehen und dass Shannons Auto in der Garage sei. Er wüsste nicht, ob Shannon noch andere Paar Schuhe vermisst, dass sie einen ganzen Schuhschrank habe. Er rief Apple auf dem Heimweg von der Arbeit an, um ihm mitzuteilen, dass sie weder Shannon noch die Kinder finden konnten. Auf die Frage, ob er in der Primrose School angerufen habe. Ja, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber ich habe gefragt, ob die Kinder dort waren. Ich fragte Chris, ob er an diesem Morgen noch ein anderes Gespräch mit Primrose hatte. Er sagte Primrose, dass sie das Haus höchstwahrscheinlich zum Verkauf anbieten würden und er sich nicht sicher sei, ob sie in der Gegend bleiben könnten. Er sagte Primrose, er wollte, dass die Kinder auf der Warteliste bleiben. Primrose erhebt montags Gebühren für die Woche. Am Montag sollte der erste Tag sein, an dem die Mädchen zurückkehren würden. Er fuhr die I-76 westlich bis zur County Road 52 westlich und nahm sie nach Hause. Zu Chris' finanzieller Situation. Letztes Jahr gaben er und Shannon etwa $25,000, über $500 pro Woche aus, damit ihre Töchter die Primrose School besuchen konnten. Shannon wurde letztes Jahr wegen einer gestauchten Bandscheibe im Nacken operiert. Er und Shannon waren versichert, aber die Operation kostete über $100,000. Er zahlt über $500 pro Monat für die Krankenversicherung bei Anadarko. Shannon kümmerte sich um die Finanzen, sodass er nicht wusste, wie viel sie für ihre Arztrechnungen übrig hatten. Cici hatte Sodbrennen und sie hatten Arztrechnungen im Zusammenhang mit ihren Endoskopien. Sie hatten zahlreiche Arztrechnungen im Zusammenhang mit Cicis Allergietests, Cicis verstopften Tränenkanal und beide Mädchen hatten Röhren in den Ohren und ihre Polypen wurden entfernt. Beide Mädchen hatten Inhalatoren für Kinderasthma. Cici nahm Singulair für ihre Allergien und Bella und Cici nahmen Medikamente gegen Säurereflux. Sie haben Kreditkartenschulden in Höhe von etwa $8,000 bis $10,000. Ihr Lexus wurde von Lavelle durch ein Autokonstrukt bezahlt. Er und Shannon haben 2 Jahre zuvor Konkurs angemeldet. Er kann sich nicht daran erinnern, wie viel während der Insolvenz entlastet wurde. Er wusste, als die Kinder in die Schule zurückkehrten, dass sie von Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben würden. Sie waren 3 Monate mit ihren Hypothekenzahlungen im Rückstand. Sie hatten einen Brief von der Chase Bank erhalten, in dem es um ihr ausstehendes Hausdarlehen ging. Er und Shannon waren wegen ihrer finanziellen Situation gestresst. Er schuldet derzeit eine Hypothekenzahlung für August 2018, die morgen, 16. August, fällig ist. Er hat derzeit $2,000 auf seinem Chase-Girokonto und etwa $1,500 auf ihrem USAA-Girokonto. Fast alle ihre Kreditkarten sind ausgeschöpft. Shannon hat nur den Mindestbetrag für ihre Kreditkarten gezahlt in Bezug auf die Lebensversicherung und hat eine Police für Shannon und die Mädchen über Anadarko abgeschlossen. Bella und Cici hatten jeweils eine Police über $20,000 und Shannon eine Police über $50,000 oder $100,000. Er hat seine eigene Police und er glaubte, dass Shannon möglicherweise eine weitere Lebensversicherung für sich abgeschlossen hat. Shannon erhielt ihre Policen über die Frau seines Cousins, Nicole Kennedy, sodass er nicht wisse, wie hoch sie waren. Shannon und Nicole hatten sich wegen einer Geldsache zerstritten. Er glaubte, dass Nicole und Shannons alter Chef glaubten, Shannon habe Geld aus dem Geschäft veruntreut. Shannons alter Chef besaß eine Reihe von Radwerkstätten. Er glaubt, dass die Anschuldigungen gegen Shannon um 2010 herum erhoben wurden, also kurz bevor er Shannon kennenlernte. Shannon und ihr alter Chef sind immer noch gut befreundet und ihr alter Chef hat Menschen auf der ganzen Welt über ihr Verschwinden informiert. Er hat seit Jahren nicht mehr mit Kennedy gesprochen. In Bezug auf das, was seiner Meinung nach mit Shannon, Bella und Cici passiert ist. Am ersten Tag dachte ich, sie wären mit jemandem zusammen. Er dachte, Shannon würde sich bei einem Freund entspannen.
Er glaubt jetzt, dass Shannon nicht sicher ist, dass sie möglicherweise in Schwierigkeiten steckt oder dass jemand ihr und den Kindern etwas angetan habe. Als nächstes fragte ich Chris, ob er seine Frage am Lügendetektor bestehen könne, die sich darauf bezog, ob er Shannons Verschwinden physisch verursacht habe. Chris antwortete, ja. Ich bat Chris, mir zu sagen, was die Frage für ihn bedeutete und was er glaubte, dass ich ihn fragen würde. Chris erklärte, ich habe das Gefühl, dass sie mich fragen, ob ich selbst etwas damit zu tun hatte oder ob ich jemandem dabei geholfen habe, und ich hatte mit all dem nichts zu tun. Dann bat ich Chris, mir alle Möglichkeiten zu nennen, wie jemand jemanden physisch verschwinden lassen kann. Chris antwortete, ich meine, wenn du darüber sprichst, was ich in den Filmen gesehen habe, oder wie Leute, wenn du über andere Leute etwas liest. Ich meine, man heuert jemanden an, zum Beispiel einen Auftragstäter, ich bin nur ehrlich. Ich bat Chris, über alle möglichen Szenarien in seinem Kopf nachzudenken, und er sagte, er könne jemanden anheuern oder jemand würde jemanden beauftragen, den er kennt, um es zu tun. An diesem Punkt kicherte Chris und sagte mir, dass diese Frage schwer zu beantworten sei, weil er nichts mit dem Verschwinden zu tun habe. Chris sagte, er wolle nicht darüber nachdenken. Ich erklärte Chris, dass eine Person das Verschwinden einer anderen Person physisch verursachen könnte, indem er sie wegschaffe. Chris stimmte meiner Aussage zu. Nach etlichen Möglichkeiten meinte Chris, man könnte jemanden ersticken. Chris wiederholte, was ich gesagt hatte, und ich sagte sofort, du könntest jemanden erwürgen? Chris sagte, du könntest jemanden, ja, also das kannst du, all diese Dinge. Ich meine, es ist schwer im Moment überhaupt in solche Dinge zu denken. Ich erzählte Chris weiter, dass man jemanden ertränken, schockieren oder verbrennen könnte. Ich fragte Chris, ob ihm noch andere Möglichkeiten einfielen, und er sagte, sie in eine Falle locken, denke ich. Ich bat Chris, das zu erklären, und er sagte, man könne jemanden um die Ecke warten lassen und es könnte ein Unfall passieren, zum Beispiel von einem Auto angefahren werden. Ich sagte Chris, dass eine Person eine andere Person entführen könnte, und er stimmte mir zu und sagte auch, dass jemand eine Person irgendwohin bringen und sie foltern und sie ohne Essen und Wasser zurücklassen könnte. Chris erklärte dann, dass jemand eine andere Person vergiften oder sie verprügeln könnte, um sie verschwinden zu lassen. Ich fragte Chris, ob er ein Problem mit dieser Frage im Test hätte, und er meinte, er könne diese Frage auf jeden Fall bestehen. Ich erklärte Chris, dass ich sicher gehen wollte, dass ich nur wissen wollte, ob er Shannons Verschwinden physisch verursacht hat. Ich sagte Chris, dass man sich manchmal schuldig fühlen kann, wenn man jemanden zum Verschwinden bringt, zum Beispiel wenn man seinem Ehepartner sagt, dass man sich trennen möchte. Chris sagte, genau, deshalb fühle ich mich im Moment wie ein Idiot.